Dieser Film hat euch bewegt. Ich war undercover als Chatschreiberin auf Datingportalen unterwegs und habe das Geschäft mit den Fake-Flirts aufgedeckt. Auf den Film haben wir tausende Fragen und Kommentare bekommen. Und deswegen haben wir weiter recherchiert. Ich habe mit Aussteigern gesprochen. Schämst du dich? Ja, total. Und Opfer getroffen. Ich kann nicht mehr finanziell. Und vor allem wollten wir nun endlich die Betreiber treffen. Die stehen da hinter der Treppe. So, also wir haben richtig, richtig viele Nachrichten bekommen auf unseren Fake-Flirt-Chatschreiber- und Schreiberinnenfilm. Und ich hatte jetzt gerade mit einer telefoniert, die tatsächlich Chatschreiberin ist, aber seit dieser Woche eben entschieden hat, dass sie diesen Job nicht mehr machen möchte. Und mit der treffen wir uns. Wir fahren zu ihr. Aber lasst uns vorher noch mal zurück in meine erste Recherche blicken. Im Frühjahr war ich undercover als Chatschreiberin unterwegs. Auf singlechat.net und michverlieben.de habe ich recherchiert. Auf diesen Datingportalen registrieren sich Menschen, um jemanden kennenzulernen. Was sie nicht wissen, sie flirten dabei mit Fake-Profilen, welche die Portalbetreiber angelegt haben. Sie zahlen also Geld und schreiben und flirten lediglich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit 9 Monaten zahlt er Geld dafür, dass er mit ihr schreiben kann und haben sich noch nie getroffen. Seit 9 Monaten. Wird sie auch nie treffen. Er wird sie auch nie. Oh Gott, das ist so furchtbar. Ich habe damals vor allem mitgelesen. Chats voll mit Versprechen, die die Menschen bei der Stange halten sollten. Liebe ist, wenn 2 Menschen ganz genau wissen, dass sie zusammengehören, so wie wir beide. Ich möchte den Rest unseres Lebens mit dir teilen. Rosa sind die Nachrichten der Userinnen und User, orange die der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. When I was fighting, I could have done the right thing. All of that boozing, I was really losing. Es ist ein Spiel mit Hoffnungen und Sehnsucht. Alles fake. Ich fand heraus, wie die Chats funktionieren. Die User schreiben nichtsahnend mit einem fiktiven Chatpartner. Dahinter verbirgt sich eine ganze Reihe bezahlter Mitarbeiter. Männer, Frauen, jung, alt. Sie wechseln durch, ohne dass ihr Gegenüber davon etwas mitbekommt. Und innerhalb eines einzigen Chatverlaufs schreiben unterschiedliche Mitarbeiter. Mal schreibt Mitarbeiter C, mal Mitarbeiterin B, dann wieder A und so weiter. Und genau so jemanden wollen wir nun treffen. Wir sind im Hotel verabredet. Mit einer Frau, die für ein Portal gearbeitet hat, das so ähnlich funktioniert wie die Portale, zu denen ich recherchiert habe. Sie will nicht offen vor die Kamera, aus Scham. Das ist das, was wir von dir zeigen. Mhm. Erzähl doch mal, warum hast du diesen Job gemacht? Also ich habe schon länger was gesucht und habe nur einen Hauptschulabschluss gemacht. Und dann dachte ich mir, die fragen nach keinem Lebenslauf und gar nichts, dann machen wir das doch erstmal. Viele würden jetzt sagen, nee, Moment, bevor man so weit geht, da geht man irgendwie, keine Ahnung, kellnern, geht Akten sortieren, macht irgendetwas. Hauptsache, man betrügt keine Menschen. Ja. Was sagst du denen? Ich kann dem nicht widersprechen. Also es ist einfach so. Es ist einfach total verwerflich und ich bin da einfach selber bewusst viel zu spät hintergestiegen, was da alles abläuft. Wie war das, als du dann diese Schulung bekommen hast? Ich fand diese Schulung schon komisch. Ja, da wurde auch gesagt, dass die Menschen, die sich da anmelden, halt dumm sind. So, ja, der ist jetzt schon 3 Jahre und der checkt das immer noch nicht. Wie sollte man das auch checken? In meiner Recherche damals habe ich Schulungsunterlagen zugeschickt bekommen. Regelrechte Anleitungen der Irreführung. Viele offene Fragen sollte ich stellen und immer ganz viel Interesse heucheln. Die Unterlagen enthielten außerdem Tipps, wie ich den Fake verschleiern sollte. So ähnlich hat es auch unsere Aussteigerin erlebt. Für 1.200 Euro netto im Monat sollte sie alles aus ihren Kunden herausholen. Hast du Menschen geschrieben, dass du sie vermisst oder dass du verliebt in sie bist? Ja. Wie hat sich das angefühlt? Beschissen. Schämst du dich? Ja, total. Hast du das Gefühl, du hast Menschen betrogen? Mhm, hab ich.
Nach 4 Monaten ist sie ausgestiegen. Sie erzählt, dass sie es nicht mehr ertragen konnte und gibt mir tieferen Einblick in diese abstrusen Praktiken. Du hattest mir auch erzählt, dass ihr denen, die viel geschrieben haben und dann wirklich irgendwann ein Treffen wollten, dass ihr tatsächlich auch Treffpunkte ausgemacht habt. Mhm. Wie habt ihr das gemacht? Dann wurde für in ein paar Tagen ein Treffen ausgemacht, damit die Person erstmal ruhig ist und noch schön ein paar Mal auflädt. Und dann wurde kurz vorher das Treffen abgesagt, weil jemand gestorben ist, man krank geworden ist, man einen Unfall hatte, sowas. Und dann habt ihr den Menschen da einfach stehen lassen? Mhm. Und der hat auf euch gewartet? Mhm. Boah. Hast du das selber gemacht auch? Nein. Keine Treffen. Das machen dann, entscheidet dann die höchste Instanz, wer, genau, wem man ein Treffen zuschicken muss. Ja. Boah, ist das fies. Mhm. Ist das heftig. Und was sie mir dann noch erzählt, übertrifft alles, was ich selbst während meiner Recherche mitbekommen habe. Ihr hattet festangestellte Mitarbeiter, die nur dafür da waren, unter anderem, ja, die Kunden anzurufen, wenn sie kurz davor waren, abzuspringen. Mhm. Boah. Das heißt, dieser Mitarbeiter muss sich ja einmal den ganzen Chat durchlesen, um zu wissen, mit wem telefoniere ich denn da gerade. Mhm. Oh Gott. Das muss man sich mal vorstellen. Damit der Fake nicht auffliegt, wird irgendwann zum letzten Mittel gegriffen, dem Telefon. Irgendein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ruft an und gibt sich als das Fake-Profil aus. Es wird also alles getan, um den Eindruck zu vermitteln, dass man es mit einem echten Interessentenprofil zu tun hat. Zu diesem Zweck setzen die Portale übrigens auch Fotos ein. Damals hat mich mein Kollege David begleitet. Er hatte sich für die Recherche als Single auf dem Portal angemeldet. Ihm wurden von den Profilen, mit denen er schrieb, Fotos zugeschickt. Schnappschüsse, Posen. Und ich als Undercover-Chatschreiberin auf der anderen Seite konnte sehen, dass Fake-Profile wie etwa dieses von Fake Laura mit einer großen Bilderdatenbank ausgestattet waren. Alles Bilder derselben Person. Wir Chatschreiber sollten sie einsetzen, um die Chats lebendig zu halten. Aber ich habe mich immer gefragt, wo kommen eigentlich diese Fotos her und wissen die abgebildeten Personen davon? Ich habe eins der Profilfotos von den netten Frauen, die mich angeschrieben haben, auf Instagram wiedergefunden. La Crazy, diese junge Dame hier. Nein! Instagram von ihr hier und da ist das Foto. Ich dachte. Set. Gespiegelt einfach. Woher kommt sie? Lesno? Wo ist das? In Polen? Klingt polnisch. Ja, dafür, dass Polen groß ist, ist das relativ nah. Okay, die schreiben wir an, oder? Ja. Ich schreibe ihr, dass ich ihr Foto auf dem Datingportal gefunden habe und will wissen, ob sie da ein Profil angelegt hat. Dann gucken wir mal, ob sie antwortet. Wenn mir jemand so eine Nachricht schickt mit so einem Screenshot, wie ein Foto von mir auf einer Dating-Plattform ist, ey, ich würde denken, sag mal. Sie schreibt Hi. Hi. Jetzt kommt sie, jetzt schreibt sie. Ja, wieso ist auch mein Profil? Nein. I didn't know about that. Okay, krass. Boah, die Arme. Boah, also das finde ich richtig hart. Das finde ich richtig hart. Weißt du, warum ich das richtig hart finde? Weil ich habe auch Fotos offiziell auf Instagram und die nehmen es einfach. Thanks for your message. Okay, boah. Was für eine Scheißfirma. Ich werde gerade richtig sauer. Ich frage sie, ob sie ein Skype-Interview mit uns machen möchte, aber das lehnt sie ab. Sie bedankt sich für den Hinweis. Später schreibt sie mir, dass sie das Portal angezeigt hat. Schauen wir uns die Fotos der Fake-Accounts nochmal genauer an. Alles Bilder, die vermitteln, hey, ich bin echt. Sogar mit Kindern. Aber wie kommen die Portale an all diese Bilder? Von einem Zuschauer bekomme ich einen Hinweis. David war auch Chatschreiber und hat uns nochmal einen ganz anderen Einblick gegeben. Und zwar eben, wie man an diese Fotos kommt. Das war nämlich wohl auch sein Job. Und den rufen wir jetzt mal an. Hallo, hier ist Nadja von Steuerung F. Du hast selbst für ein Datingportal gearbeitet. Genau, richtig. Ich habe da gearbeitet. Das war so bei denen, dass da
dass wenn du eben, also du solltest jeden Tag so, glaube ich, 200 Profile anlegen, also Fake-Profile. Mhm. Und die Bilder und die Ideen, die man sich für das Leben dieser Fake-Person ausdenken sollte, hat man sich halt anhand der Profilbilder genommen, beziehungsweise der Bilder, die in den Facebook-Profilen waren. Also wenn da ein junges Mädel war, die da relativ freizügig die Bilder gemacht hat, dann war das eben auch eine Dame später, die dann auch für so, so einen Sex-Chat sich verfügbar gemacht hat. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Du bist einfach mit deinem Privataccount auf Facebook gegangen und hast nach Privatpersonen gesucht, die eine öffentliche Seite haben, also die ihre keine Privateinstellung haben, sodass du alle Fotos von denen sehen konntest, oder wie war das? Nee, das war eine Gruppe, und dann geht man da halt eben auf die Mitglieder und sieht halt einfach die Profilbilder raus, wo man sagt, oh, das könnte passen, die Person nehmen wir einfach. Boah. Wow, ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Das ist ja... Ja, ich weiß, ich habe schon gemerkt, dass dich hat das ein bisschen mitgenommen, diese Art von Job. Dich nicht? Nee, also für mich war das jetzt kein Thema. Mir ging eher dieser Druck auf den Zeiger da. Und du hattest aber nie Gewissensbisse da, irgendwie zu sagen, oh shit. Ich hab's halt gemacht, das war ein Job. David, danke dir, ja? Jo, gerne. Krass. Da war er einfach dafür angestellt, den ganzen Tag auf Facebook irgendwelche Bilder zu ziehen. Tja. Alles nur für die Liebe, die es so nicht gibt. Aber das mit den Fotos auf den Portalen ging sogar noch weiter. Was ich bei meiner ersten Recherche als Chatschreiberin gar nicht wirklich abfilmen konnte, war das Thema Fotos, und zwar Intimfotos. Ich hatte nämlich Zugriff auf Ordner, die betitelt waren mit Schwanz, Brüste, Vagina, Dessous, in der Badewanne, vor dem Spiegel und so weiter und so weiter. Und diese Fotos waren dafür da, dass wenn man schon länger in einem Chat war mit jemandem, egal ob Mann oder Frau, man sich ja irgendwann auch vielleicht mal ein bisschen heiß machen möchte im Chat. Und dafür gab es dann eben diese Fotoordner. Ich konnte das nicht abfilmen, weil das hätten wir hier alles pixeln müssen, deswegen erkläre ich euch das. Hier so ein Beispielfoto, stellt euch so ein Foto vor, aber mit abgeschnittenem Kopf und jetzt zum Beispiel ohne BH. Ganz viele Fotos in solcher Qualität gab es auf diesem Portal unter diesen Ordnern. Und dann gab es noch eine Anweisung vom Chef. Und zwar sollte man darauf achten, dass wenn man zum Beispiel eine Frau mit blonden Haaren ist, dass man kein Nacktfoto aus diesem Ordner wählt, wo man halt die Brüste sieht, aber vielleicht halt dunkle Haare da irgendwie noch zu erkennen sind, damit man nicht auffliegt. Oder wenn man ein Mann ist mit ein bisschen moppeligem Gesicht, dass man keinen Dickpick schicken soll, wo man sieht, da ist ein Waschbrettbrauch oder so. Ja? Also solche Anweisungen gab es damals. Und wir haben auf den ersten Film dann jemanden erreicht, der sich bei uns gemeldet, der genau diesen Job gemacht hat, eben diese Nacktfotos, diese Intimfotos von Dropboxen von Privatleuten zu hacken, ja, also sich diese Fotos zu ziehen und dann zu verkaufen, weil das so ein Riesenfass aufgemacht hat. Erklären wir euch das jetzt nicht in aller Gänze, weil wir von STRG F werden dazu recherchieren. Wir sind da schon mittendrin, deswegen abonniert gerne unseren Kanal, dann seid ihr auf dem Laufenden, wenn dann irgendwann dieser Film zu den gehackten Nacktfotos von Privatleuten kommt. Aber ja, damit haben die hier auch gearbeitet. Meine Undercover-Recherche habe ich im Frühjahr an einem Punkt abgebrochen. Ich hatte wochenlang auf zwei Datingportalen sporadisch geschrieben, vor allem aber mitgelesen. Bis zu diesem einen Chat. In diesem Fall war eine Frau dem Fake auf die Schliche gekommen und darüber völlig verzweifelt. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin am Limit. Ich höre an dieser Stelle auf, weil hier gerade eine Frau damit droht, sich umzubringen. Sie hat nämlich herausgefunden, dass der Mann, mit dem sie die ganze Zeit schreibt, ein Chatmoderator ist. Und selbst diese Drohung wurde nicht ernst genommen von dem Chatschreiber. Und jetzt habe ich gerade diesen Chat bekommen. Ja, es wechselt ja immer. Und ich denke mir, ich lese es gerade und denke mir so, what? Die Androhung war sehr konkret. Doch die Betreiber schienen sie überhaupt nicht ernst zu nehmen. Der Frau gehe es doch nur um Aufmerksamkeit, hieß es. Offenbar gibt es solche Situationen auf den Portalen häufiger. An der Stelle haben wir damals die Polizei eingeschaltet. Dazu sind wir verpflichtet, wenn wir Zeugen einer Suizidandrohung werden. Glücklicherweise gab es in der fraglichen Gegend
Weder in dieser Nacht einen Suizid, noch in den folgenden Tagen und Nächten. Boah, ey, ich muss mich jetzt hier ablegen. Ich habe mich gerade ein ewig langes Telefonat geführt. Und zwar wurde ich vor ein paar Tagen angeschrieben von einer Frau, die den Film gesehen hat, Fake Flirts, Chatschreiber auf diesen Chatportalen. Und sie hat gefragt, ob die Suizidandrohung in dem Film, ob das sie gewesen sein könnte. Und jetzt habe ich mit ihr telefoniert und ja, das ist sie. So vom Gefühl, wie ich jetzt mit ihr gesprochen habe und so. Also sie ist eine super aufgeräumte Frau, Mitte 40, hat ein Kind. Sie hat mir dann so ein paar Fragen gestellt, ob das denn wirklich so ist, dass die Chat-Moderatoren immer wieder, also verschiedene Chats haben und so. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, so ganz leise, ganz, ganz leise ist da noch die Hoffnung, dass sie wirklich vielleicht nicht mit diesem Mann, mit dem sie dachte, dass sie schreibt, geschrieben hat, aber dass sie zumindest mit jemandem geschrieben hat, der in einer Dauerkommunikation mit ihr war. Und wir gucken jetzt mal, ob wir sie treffen. Natürlich anonymisiert. Sie bespricht das mal mit ihrem Anwalt und überlegt sich das, ob sie das macht. Es gibt unzählige solcher Datingportale. Allein die Verbraucherzentrale Bayern warnt vor 187. Und obwohl die Portale in den AGB darauf hinweisen, dass sie Chatschreiber einsetzen, fallen viele auf die Masche rein. Aber wer liest auch schon das Kleingedruckte, wenn die Startseite vermittelt, hier flirtest du mit echten Menschen? Über die Tricks der Portale will ich mit einem Fachanwalt sprechen. Ready? Ich bin ready. Good. Hallo, Herr Günnewig? Hören und sehen Sie mich? Ich höre Sie, ich sehe Sie noch nicht. Das ist schlecht. So, ja, das sieht besser aus. Super, alles klar. Ich will wissen, sind die Methoden der Portale nicht einfach Betrug und damit strafbar? Wenn man die Masse der Seiten sieht oder den großen Anteil dieser Seiten, die Flirtcoins nutzen, sieht das schon sehr danach aus, dass quasi Sinn und Zweck dieser Moderatoren und professionellen Chatschreiber darin liegt, die Betroffenen im Chat zu halten mit dubiosen Methoden. Und dann sind wir relativ schnell in einer Strafbarkeit oder Versuchsstrafe. Darüber müssten letztendlich Gerichte entscheiden, sagt er. Und unabhängig vom Strafrecht kann man sein Geld zurückfordern? Soll man sich juristische Hilfe holen? Was würden Sie da jemandem raten? Das hängt tatsächlich vom Einzelfall ab, nämlich welche Gesellschaft steht dahinter. Also kann man die Gesellschaft überhaupt dingfest machen? Wir kriegen auch viele Anfragen, wo wir direkt von vornherein sagen, das macht keinen Sinn. Nicht, weil wir nicht die Mandanten vertreten wollen, sondern wenn es insbesondere eine ausländische Gesellschaft ist, haben wir das Problem A, wie können wir die verklagen? Und B, selbst wenn wir die erfolgreich verklagen, wir können nachher nicht vollstrecken. So, das heißt, da gilt es dann im Vorfeld schon abzuwägen, macht das Sinn, respektive welcher Schritt macht dann Sinn? Mhm. Und hier unnötig weitere Kosten produzieren, ist nicht an allen Stellen sinnvoll. Es gibt aber durchaus zahlreiche Fälle, wo wir sagen, ja, hier sollte man sich zur Wehr setzen und die Beträge zurückfordern oder sogar zurückbuchen lassen. Herr Günnewig, vielen Dank. Grüße nach Köln. So, es ist jetzt fix. Wir treffen die Frau, die sich auf den Film bei uns gemeldet hat und gesagt hat, oh, ich erkenne mich irgendwie wieder, ich war auf dieser Plattform und ich habe damals gedroht, mir das Leben zu nehmen, weil ich so verzweifelt war. Ich habe jetzt bei uns in der Maske beim NDR angerufen und damit man sie nicht wiedererkennt, organisiere ich jetzt eine Perücke. So, da ist das Ding. Perücke haben wir. Packen und los. Ich will verstehen, wie sie so lange mit einem Fake-Profil chatten konnte, ohne es zu merken. Wir treffen uns an einem Ort, an dem sie keiner kennt. Sie ist Mutter, hat einen guten Job. Warum ist dir das so wichtig, dass man dich nicht erkennt? Tja, die Scham natürlich. Ich möchte ja auch weiterleben, ohne dass die Leute auf mich zeigen und sagen, wie blöd die doch war. Ne? Du hast
als du das erste Mal, glaube ich, erfahren hast, dass die Person, mit der du schreibst, eben ein professioneller Chatschreiber ist oder Moderator ist, hast du angedroht, dir das Leben zu nehmen. Wie ist es so weit gekommen? Das ist ja ein Raub vom Selbstwertgefühl auch, was man genommen bekommt. Warum will derjenige sich nicht mit mir treffen? Da war ich sehr verzweifelt gewesen und habe das auch entsprechend nicht angedroht, sondern gesagt, ich bin so verzweifelt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr so leben. Und ich musste immer ein Ende setzen. Eine E-Mail habe sie auf michverlieben.de gelockt. So kam sie fatalerweise in Kontakt mit diesem Mann, oder besser mit dem Fake-Profil. Wie fing das an? Wie bist du da so reingeschlittert? Ja, es ging erstmal um seinen Hund und seine Tochter, wo er sich vorgestellt hat. Es waren halt schöne Texte, ja. Wie war das für dich, als gefordert worden ist, bitte kaufen Sie jetzt Collins, um hier weiter mit diesem Menschen zu schreiben? Ich habe mir erstmal so gar nichts dabei gedacht, weil ich gedacht habe, naja, alles kostet Geld, so nach dem Motto. Es wird auch nicht so lange dauern, ja, habe ich immer nur gedacht. Doch es lief gut. Also fragte sie nach einer Telefonnummer, nach einem Treffen. Aber es gab nur Ausreden. Dann ist man krank. Ja, dann war der Vater krank gewesen. Und aber immer wieder, wir treffen uns ja nächste Woche, übernächste Woche. Ich mach das alles, ich bemühe mich doch, ich gebe doch mein Bestes. Und dann kam ja schön Corona dazu. Und das hat diesen Portal ja so in die Hände gespielt. Ganz extrem. Trotzdem hat sie weiter mit dem Fake geschrieben. Warum hat sie sich so einlullen lassen? Ich brauch dich doch, ich pack das nicht ohne dich. Ja, ich hab's schwer, mich zu öffnen. Du bist mir so viel wert. Du bist das Beste, was ich neben meiner Tochter erfahren durfte in meinem Leben. Das ist halt... Ja, das wird Gehirnwäsche mit dir vollzogen. Bist du da skeptisch geworden? Nein, natürlich bin ich skeptisch geworden. Aber dann kamen ja immer wieder Sachen, wo du denkst, das kann nicht sein, ja. Ich habe so viel Vertrauen, ich investiere doch hier genauso für unsere Liebe. Und wir werden das schon packen, wir schaffen das zusammen, ja. Das heißt, du wurdest emotional... Erpresst, ganz einfach erpresst. Irgendwann habe sie dann auch mal gefragt, ob sie da wirklich mit einem interessierten Mann schreibe oder mit einem Fake. Nein, ich bin kein professioneller Chatpartner. Ich bin der Mann, der dich liebt und der dich will. Und ich habe ja wie oft gefleht, können wir bitte hier weg? Ich kann nicht mehr finanziell. Kannst du uns eine Richtung geben, um wie viel Geld wir hier sprechen, was du da investiert hast auf die Zeit? Ich sag mal, 5 Bruttogehälter von einem Normalsterblichen. Also mehrere 1000 Euro. Ja. Würdest du gerne jemanden treffen, der mit dir geschrieben hat? Ja, gerne. Warum? Um zu wissen, warum man sowas tut. Wie man dreist so lügen kann. Sie hat Klage eingereicht, in der Hoffnung, wenigstens einen Teil ihres Geldes zurückzubekommen. Natürlich haben wir damals versucht, die Portalbetreiber mit unserer Recherche zu konfrontieren. Wir haben Anfragen per Mail geschickt, per Post. Und wir haben immer wieder angerufen. 5 Minuten jetzt. Irgendwann ging sogar mal jemand ans Telefon. Ja, hallo, hier spricht Nadja Kailuli vom Norddeutschen Rundfunk. Mit wem spreche ich da? Hallo? Einfach aufgelegt. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. The number you have dialed is not assigned. Auch bei meiner zweiten Recherche fragen wir die Portalbetreiber immer wieder an, wollen eine Stellungnahme. Wir haben nie eine Antwort bekommen. Also, wir wollen ja auf jeden Fall den Geschäftsführer von michverlieben.de treffen. Und haben dir natürlich sehr, sehr viele Mails geschrieben. Die wurden alle nie beantwortet. So, und jetzt sitze ich hier schon vorbereitet, ready und fahre jetzt gleich an die Adresse, und zwar in Leck, die in seinem Impressum steht. Ich will wissen, warum das Portal derart täuscht, was es mit den Fotos auf sich hat und welche Verantwortung die Betreiber für ihre Kundinnen und Kunden empfinden.
Frage ist, was erwarten wir da jetzt? Erwartest du eine Briefkastenfirma? Erwartest du eine richtige Firma? Ich glaube, ein Mehrfamilienhaus mit einer Wohnung. Ja? Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Wir fahren zur ersten Geschäftsadresse von Mi Media, der Gesellschaft hintermichverlieben.de. Das müsste es sein. Ach so. Mehrfamilienhaus, so. Ja, so wie du es gedacht hast. Ja. So. Es steht dran. Ich klingel. Ich klinge noch mal. Könnte auch Wohnung sein hier. Doch keiner macht uns die Tür auf. Wir fahren weiter zur nächsten Adresse, die wir im Handelsregister gefunden haben. Eine Geschäftsadresse. Diesmal mitten in einem schicken Wohnviertel. Naja, das wird schon halten. Es sieht schon sehr nach einer Privatadresse aus. Ob wir hier jemanden antreffen? Am Briefkasten ist auf jeden Fall der Firmenname zu lesen. Hallo, ist jemand zu Hause? Oder im Büro, besser gesagt. Ah, hallo, ich habe Sie doch gesehen. Hier spricht Nadja Kaluli vom Norddeutschen Rundfunk. Warum machen Sie denn die Tür nicht auf? Sie stehen da hinter der Treppe. Wieso äußern Sie sich denn nicht? Der steht da, hinter der Tür. Hinter der Tür hat man offenbar schon verstanden, wer ich bin und was ich möchte. Na gut. Komm, Jan, wir hauen ab. So oder so, was sollen wir machen? Abbruch, hab keinen Bock mehr. Wir wollen gerade los, da sehen wir diese Leute zum Haus kommen. Ah, das sind die Anwälte. Ja, ja. Hallo, guten Tag. Wer sind Sie denn überhaupt? Ich bin Rechtsanwalt Nils. Ah ja, guten Tag, Herr Nielsen. Ich habe nur gerade eben einen Anruf bekommen, vor etwa 5 oder 10 Minuten. Das Haus hier werde belagert, hier sei der NDR und wolle ein Interview haben oder wolle Aufnahmen machen. Mhm. Also es hörte sich so an, als sei das hochdramatisch, dass Sie das Haus belagerten. Nun, wenn Sie hier auf der Straße sind, ist es ja nicht ganz so. Nee, ich habe schon geklingelt, so ist es nicht, aber das darf man ja. Ja, aber Sie sollen so nach meinem Anruf, nach den Informationen des Anrufes nicht weggegangen sein. Und, nee, wenn man mich nicht auffordert, wegzugehen. Und dann habe ich gesagt, ja, das könnte auch Hausfriedensbruch sein. Man könnte sich gegebenenfalls an die Polizei wenden. Vielleicht kommen die deswegen ja, vielleicht sind das die auch. Weiß nicht. Ja, und mein Auftrag lautet gewissermaßen, sie zu vertreiben. Sie geben uns jetzt hier offiziell mit. Bitte hören Sie auf, eine Interviewanfrage an dem Haus zu stellen, richtig? Also, so müssen wir das machen. Gut. Ja. Wir haben in dem kleinen Ort ganz schön für Aufregung gesorgt. Doch journalistische Pflicht ist es auch, die Gegenseite um Stellungnahme zu bitten. Zur Not persönlich. Aber wir hören auch in den folgenden Zeiten nichts von den Betreibern. Die machen offensichtlich genauso weiter. Die dunkle Jahreszeit ist da. Menschen suchen nach Liebe und müssen bei dieser Suche verdammt wachsam sein. So, wir haben an dieser Stelle alles versucht, um die Betreiber von michverlieben.de zu sprechen. Keiner wollte mit uns sprechen. Fakt ist, die Seite gibt es immer noch, sie ist aktiv und sie ist nur eine von ganz vielen Datingportalen, die Chatschreiber einsetzen. Wenn euch das schon widerfahren ist oder wenn ihr Leute kennt, denen das widerfahren ist, dann schreibt uns gerne weiterhin, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns direkt und ich hoffe, dass dieser Film euch irgendwie so ein bisschen angeregt hat, dass man vielleicht einfach mal einen Anwalt anrufen kann, fragen kann, hey, ich habe super viel Geld bezahlt für ein Portal, im Nachhinein hat sich herausgestellt, das war ein Moderator, was kann ich tun? Punkt. Abonniert doch gerne Steuerung F. Und wenn ihr den Film Undercover als Chatschreiberin den ersten Teil sehen wollt, das findet ihr da. Yes. Und von Follow Me Report zu den Kollegen von Funk findet ihr hier auch noch einen Film. Yes. Hier unten Kommentare, Daumen nach oben oder nach unten, das liegt ganz bei euch. Kanal abonnieren. Jetzt glaube ich, habe ich alles gemacht, was man in der Endcard packen muss, nicht? Ja. Puh, danke, ciao. Bis bald.